Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mythisch Plus. Hier heute von mir mal wieder mit meinem Feuermagier unterwegs. In der Königsruh auf Stufe 15. Immer noch mit den Dungeon-Modifikatoren verstärkt, blutig, bebend und erweckt. So, hier zu Beginn machen wir direkt, müssen wir die Diener von Suhl töten. Das sollte mal eine Blutelfe übernehmen und dann mit Arcana Strom klären. Ist nicht ganz gelungen. Ich muss hier dementsprechend kiten ein bisschen, weil ich fixiert wurde. Bitte nicht Zauberraub benutzen auf diese Diener von Suhl als Magier, weil dann seid ihr tot, wenn der Debuff abläuft und ja, dann ist RIP. Und ihr könnt das auch nicht blocken, habe ich alles schon probiert. Also bitte nicht Zauberraub auf diese Diener von Suhl benutzen, das funktioniert nicht. Also funktioniert schon für einen, dann macht ihr einen weg, aber dann seid ihr auch relativ schnell tot. Gut, dann hier großer Pull. Der Tank geht gut ab. Ist natürlich sehr nett für den Feuermagier, dass man hier direkt die vier Pullen auf einmal. Dann konnte ich hier auch ein Äschern reinziehen. Natürlich alles ein ganze, ja, das Ganze ein bisschen spät, weil ich noch mit Kiten beschäftigt war. Dementsprechend nicht so hoch mein Damage. Und wir haben hier einen absoluten krassen Furorkrieger dabei, der quasi uns alle hier durchboostet mit seinem Damage. Ja. Hier haben wir direkt auch die Spinne von Ensoff, den leeren Weber mal wieder. Wie schon gesagt, kann er nicht viel. Der macht zwei Casts. Beide kicken bitte und dann ist gut. Auch bitte nicht fokussen, die Kleinen als Feuermagier. Geht einfach auf den leeren Weber. Castet eure ganz normale Single-Target-Rote auf ihn durch. Sieht vielleicht nicht so geil im Damage-Meter aus, aber ist das Effektivste, was ihr machen könnt. Und ja. Ihr seht, der Furorkrieger macht hier alles kaputt. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen Cleave Damage auf die kleinen Ads, die sowieso umfallen. Von daher nicht ganz so effektiv, aber natürlich sind trotzdem super Spieler. Und ihr werdet schon sehen, wie gut er noch hier seine DPS fährt. Man muss dazu sagen, das Ganze ist hier auch noch vor den Echoing Void Nerf, also wiederhallende leere Nerf, müsste es sein auf Deutsch. Dementsprechend, das hatte der gute Vorkrieger hier, ich glaube auf Rang 3 sogar, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, ihr seht sein Damage, absolut krank, was er hier drückt, der Vorkrieger. Und hier auch wieder einen großen Pull direkt, ist natürlich super gut für den Feuermagier. Hier in diesem Fall nicht ganz, weil meine CDs nicht ganz ready waren, unlucky. Jetzt ziehe ich sie natürlich trotzdem so schnell es geht noch, aber die Mobs sind eh schon so gut wie down. Ich gehe jetzt hier noch auf den größten. Da links kommen die Diener von Suhl. Super gefährlich. Aber hat der DH gut reagiert und Solo auch geklärt mit Arcana Strom. Diesmal hat er alle getroffen. Schön gespielt hier. Und ja, die Mobs hier fallen ja sowieso um, weil der Rohrkrieger alles solot quasi. Und dann haben wir hier auch den großen Pull gemacht. Man hätte jetzt hier vielleicht, ja, als Feuermagier vielleicht die CD saven sollen für diese Gruppe hier. Wäre wahrscheinlich effektiver gewesen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wie gesagt. Wir haben den Furorkrieger dabei, der macht eh alles solo. Ja. Falls ihr immer konstanten Schaden haben wollt und nicht so wie Feuermagier, dann spielt einfach Furorkrieger. Weil, wie gesagt, immer Wirbelwind, dann Toben und noch irgendeine Fähigkeit, dann wieder Wirbelwind, dann wieder Toben und immer so weiter. So ist eigentlich die Rota von vom guten Furorkrieger, wenn man Trash in Mythisch Plus killt. Gut, dann hier schön Versenkkasten. Ja, wir töten die Mobs. Sie sind nicht weiter gefährlich. Der gefährlichste Mob hier eigentlich immer am Anfang ist dieser komische Hexer, dieser Caster. Da solltet ihr möglichst jeden tödlichen Hauch kicken. Und ganz wichtig, immer kicken solltet ihr die Schattenblitzsalve. Hier, der erste wurde gekickt vom Paladin. Der zweite wurde gekickt vom Furorkrieger. Der dritte wird hier gekickt vom Demon Hunter, dann wurde wieder vom Parler gekickt, dann habe ich auch nochmal reingekickt. Also ihr seht, die Kicks laufen hier wunderbar. Und ja, jeder hat anscheinend auch die Kicks der anderen im Blick. Sehr, sehr gut. Und wir sind hier auch nicht im TS oder so, also ist alles ohne Voice. Ja. Ansonsten können die Gruppen da nicht viel. Der gefährlichste Mob ist halt, wie gesagt, der Hexer und die anderen drei machen nicht viel. Der Schildtyp hier, da muss man halt dann hinter ihn gehen, damit man Damage machen kann. Und ansonsten tut der wohl halt gut weh für einen Tank, aber das ist auch relativ leicht immer.
So, wenn der Mob dann tot ist, beziehungsweise wenn alle Mobs hier dann tot sind, kommt auch schon die Goldschlange heraus. Deswegen habe ich auch schon Ashara-Spawn der Macht vorher benutzt. Jetzt noch 5, 4, 3 Sekunden auf mein zweites Ringen 2-1. 3, Relativ 2, gut getimed 1. mit zweiten Trinket. Jetzt können wir hier unsere Combustion machen. Meteor hat auch getroffen, zum Glück. Manchmal trifft er ja nicht. Kennt vielleicht auch der ein oder andere Feuermagier unter euch. Das Problem, wenn der Tank moved, muss man auch immer alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man auch vielleicht schon das Tank-Movement prädiktet und den Meteor dann dahin macht, wo er hinläuft. Aber manchmal verfehlt auch meiner. Man kann es nicht immer treffen, wenn man nicht weiß, was der Tank vorhat. Und ja, der Boss kann nicht viel. Der macht Goldspein auf einen zufälligen Gegner. Der geht dann hier hinten raus, am besten auf die Plattform. Da kommen dann irgendwann Adds raus. Die Adds kommen jetzt raus, sobald der Ruf des Marmors macht. Das macht er jetzt. Adds incoming. Und da kommen jetzt Adds raus. Wenn die Adds den Boss erreichen, dann ist RIP. Und der Boss ist aber schon fast tot, deswegen fokussiert man jetzt den Boss einfach runter. Und ihr seht, ich habe einmal eine Frost Nova reingeballert. Jetzt kommt dann noch der Ursuls Vortex vom Restro-Droiden, hat auch nochmal reingemacht. Und ja, der Boss ist down. Wunderbar gespielt hier. Der Furor-Krieger geht komplett ham, ich auch. Wir haben einfach krassen Damage dabei. Und ja, bis hierhin alles wunderbar gelaufen. So, dann haben wir hier diese kleine RP-Trash-Gruppen. Bisschen unlucky, dass direkt die Gruppe rauskommt. Es ist immer zufällig, welche Gruppe hier triggert. Ich habe leider keine CDs ab, deswegen mache ich nicht viel beim Damage. Mache ich nicht viel Damage jetzt hier. Seht, Hardcast Flamestrike kann man hier ruhig benutzen, weil die Mobs doch öfters mal stehen bleiben. Und ja. Jetzt hier versengen, Flammenstoß. Ihr seht aber, mein Damage ist scheiße unterm Tank. Kann man nicht viel machen als Feuermagier, ist zum Teil einfach so. Und ja, dafür haben wir einen Furor-Krieger dabei für konstanten Trash-Damage. Und ich mache dann dafür auch guten Single-Target-Damage. Wenigstens etwas, was ich kann. Und ja, bei Blitz kanalisieren, logischerweise raus da, nicht drinnen stehen, sonst seid ihr schnell tot. Wenn der Droide einen Typhoon hat, dann kann er den Blitz kanalisieren auch mit Typhoon unterbrechen, wie es jetzt hier gemacht wurde. Und dann schon mal hier wieder den Ashara Born der Macht benutzt, in der Hoffnung, dass jetzt die Gruppe hinten links triggert. Aber wie ihr gleich sehen werdet, wird die nicht triggern. Nein, es wird natürlich die Gruppe hier triggern. Ist jetzt nicht so geil. Ich ziehe auch direkt die CDs, obwohl mein PvP-Trinket noch nicht ganz ab war. Ziehe es jetzt aber hier ein bisschen später halt. Und ja, gehe auf die Königin, dass sie einfach schnell weg ist, denn ich würde sagen, die ist die gefährlicher von den beiden. Jetzt kommt hier nochmal die Verführung. Habe ich geblockt, hätte ich gar nicht machen müssen. Die ist eh dann gestorben. Und ja, dafür habe ich halt jetzt die Gruppe ausgelöscht quasi. Und dann ist wieder quasi der Furorkrieger für die anderen Gruppen zuständig. Geht ja klar, so weit, so gut. So, jetzt wäre natürlich geil, wenn rechts die Gruppe zuerst kommt. Dann könnte ich vielleicht noch einen Einäschern in die linke Gruppe bekommen. Natürlich nicht. Natürlich kommt jetzt die Gruppe, wo ich gerne meinen Einäschern ready hätte. Aber ja, kann man nichts machen. Muss man halt den Flammenstoß hardcasten. Und ihr könnt den Schattenwirbel einmal interrupten mit eurem Drachenodem, falls ihr es nicht wusstet. Dann springt ihr nicht so scheiße rum. Aber halt auch nur einmal und es bringt nicht so viel. Ihr seht, da läuft der Hardcast-Flammenstoß gut. Und ja, selbst hier der Heal-Droide macht fast so viel Damage wie ich. Peinlich. Jetzt wurde ich auch noch interrupted, das ist natürlich auch schlecht gespielt. Das hilft natürlich auch nicht den Damage. Und ja. Wenn man jetzt ein Ashan ready gehabt hätte, ganz klar, wenn man den König ins Target nehmen und da seine Single-Target-Rota drauf fahren. Und dann macht ihr krassen Damage hier bei den Pack. Ja, aber dafür hat halt der Furor-Krieger wieder aufgeräumt hat, er hat sich mal den Damage gegönnt. Und der DH und ich, oder beziehungsweise nur ich, bin ein bisschen hinten dran, was den Damage betrifft da. Aber ja.
Dafür habe ich jetzt halt wieder hier Combustion für die Gruppe ready, auch wenn es hier nicht so geil ist. Aber besser als es zu lange aufzubewahren und gar nicht zu benutzen. Also ja. Benutzen wir es jetzt hier. PvP-Trinket war auch nicht wieder ganz ready, aber ist dann noch ready geworden. Ganz klar, hier wollt ihr aber die Königin Petlara ins Target nehmen und nicht den Raptoren, weil der Raptor hat weniger HP und der fällt dann eben Cleave um. Und ja, ihr seht, die sterben relativ gleichzeitig, also war auch ganz gut eigentlich, dass ich da ein CD ready habe. Dadurch können wir jetzt schneller hier entlang. So, dann haben wir hier wieder den Chaosrufer. Mit seinen nervigen Ads, die Fleisch zerfetzen auf den Tank machen und man wird auch noch verängstigt. Und ja, was soll ich hier zu groß noch sagen? Mittlerweile weiß, denke ich, jeder, was abgeht. Die kleinen Ads möglichst zuerst killen und dann mit den Chaosrufer spazieren gehen, meistens zumindest, falls man irgendwas skippen will, also abkürzen will. Ja, wir skippen das Ganze. Wir skippen hier nicht viel, wir skippen nur den mittleren hier, den Boy. Aber ist immerhin etwas und ja, der kostet immer viel Zeit. Und ja, ich finde diesen Ensoff Affix echt gut, muss ich sagen. Nochmal ein schöner Affix zum Schluss von BFA, der angenehm zu spielen ist. Und wird vielleicht auch BFA für manche dann auch zum Ende des Addons. Ja, sagen dann viele auch, die MM Plus gespielt haben. Ja, war gar nicht so ein schlechtes Addon. Der letzte hier, Ensoff Affix, der war actually super gut, hat Spaß gemacht. Und ja, macht halt auch gut Spaß, muss man sagen. So, hier machen wir jetzt eine Big Pull, also alle Blubs ein bisschen gefährlich, vor allem als Ranged DD ist man da ein bisschen gefickt. Vor allem als Magier auch, man kann so gut wie gar nicht seine Rune eigentlich usen. Ich werde es jetzt wieder aber trotzdem versuchen, ziehe jetzt hier auch die CDs, benutze die Rune, laufe so einen kleinen Kreis um meine Rune herum, jetzt bin ich aber schon draußen, jetzt laufe ich wieder in die Rune rein. Ihr seht also ganz gut gespielt, natürlich nebenbei noch Damage machen, ist alles nicht so leicht. Ihr seht, aber ich habe vernünftigen Damage noch gedrückt. Bei solchen Gruppen wollt ihr dann halt einfach Combustion mit Flamestrike benutzen, weil es waren halt so 12 Mobs oder noch mehr. Und wenn ich da jetzt die Single-Target-Rota mit Pyroschlägen durchgeballert hätte, wäre mein Damage nicht mehr wirklich. Ja, hätte ich weniger Damage gemacht, als hätte ich Flammenstöße da gecastet. Weil die Mobs halt so schnell fallen. Weil die Blubs haben nicht viel Leben, deswegen will man da Flammenstoß benutzen. So, da wurde ich begraben und ihr seht auch schon, dass wieder mein Add-on-Bug. Da wurden meine Leisten ein bisschen wieder verbuggt. Weil immer wenn ich zum Beispiel in so ein Grab da komme oder in Borados in so eine Kanone einsteige, buggt das immer rum. Bisschen nervig, aber egal, kann man mit leben. Also ich kann damit zumindest leben. Ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, ich werde dann nachher Reload Ui machen nach dem Boss. Ja, hier immer schön diese Gräber da öffnen und gut ist. Jetzt haben wir hier wieder nicht CDs ab, haben noch Drei, 2 Minuten auf zwei, Last, eins. können also auch nicht BL benutzen. Und ja, der Boss kann eigentlich auch nicht viel, der macht jetzt sofort die Verderbnis verbrennen. Kommt auf einen zufälligen Spielercharakter, da kam es auf den Heal-Droiden. Da bitte rauslaufen und dann verbreitet sich das Feuer ein bisschen. Das verbreitet sich auch danach noch ein bisschen mehr, als die Zone anfangs dargestellt hat. Und ja, das war's eigentlich schon. Dann kommt noch Flüssigkeiten entziehen, muss auch der Healer einfach weghealen. Jetzt wird einer bestattet, mich hat's erwischt, dann muss man einfach die 1 spammen, wenn man erwischt wurde. Damit man quasi anklopft und man sagt dir, ja, hier, ich will aus dem Grab raus, ich will noch nicht sterben. Und ja, Verderbnis verbrennen wieder da irgendwo in Melee ging rein. Ich benutze jetzt hier die CDs, damit der Boss schneller fällt, ganz klar. Ihr seht auch, der droppt ja wie nix, Alter. Das ist ja wie Luft. Der geht ja runter wie Butter. So, dann ist er auch dort. Und der gute Mann ist dort.
Und ja, sofort dann Reload Ui, glaube ich. Ich glaube, ich versuche ja auch dann schon direkt Zeit rauszuholen, schon mal vorzublinzeln und so, voll im Tryhard-Mode. Genau, hier geblinzelt, geblinzelt. Jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung, schnell Reload Ui noch vertippt. Schade, dann wurde noch geschrieben, Last Next Pack, I guess, also BL, nächstes Pack. Ja, hier auch dann nochmal ein kleiner Fail. Jetzt sind noch 8, 7, 6, 5, 4, noch 4 Sekunden auf Last und ich habe schon vorher BL gedrückt. Sprich, jetzt habe ich 5 Minuten Cooldown und RIP BL. Jetzt schreibe ich in Chat. Ups. Zu früh lastet, sorry. Warum schreibe ich hier übrigens Deutsch? Weil das sowieso alles deutsche Boys sind, also von deutschen Surfern. Dann habe ich halt geschrieben, trommeln, wenn ihr wollt. Also falls jemand trommeln hat, soll das einfach jemand benutzen. Und hier bei den Packs zu lasten, wäre glaube ich sowieso nicht so geil gewesen. Von daher auch nicht so ein schlimmer Fail. Aber man muss sagen, ist ein Fail. Und ja, passiert halt manchmal den schlechten Spielern. Er schreibt dann hier, mache ich gleich, alles gar kein Problem. Big Pull Pork. Der Lexus, ein richtiger Twitch-Boy. Und ja, wir warten jetzt hier kurz. Auf was warten wir? Vielleicht auf Mana? Ich weiß nicht genau. Vielleicht hat er kurz was getrunken. Ah ne, wir haben auf die Putter gewartet, dass sie zusammenkommen. Genau. Jetzt haben wir hier die Trommeln gezogen und natürlich wollt ihr den spektralen Schläger unbedingt ins Fokus nehmen und ihn da reinplasten, eure Single-Target-Kombo, weil er am meisten HP hat und er auch der gefährlichste Mob ist. Ihr seht auch schon, der ist sofort tot. Jetzt kommt da das Totem, wurde direkt deleted von den Midis wie junge Götter. Und ja, versengen hier. Wunderschön gespielt. Und ihr seht, der Feuermagier hat wieder hier das, ja, das Pack Delete zusammen mit dem Furorkrieger. Dann haben wir jetzt hier die zwei Raptoren plus der Bestienmeisterin, glaube ich. Die macht so einen zielsicheren Schuss auf euch. Die knockt euch dann weg, also zurückstoßen. Stößt euch zurück, wenn sie denn den Cast durchbringt. Und kann man unterbrechen mit Drachen? Oh, dann habe ich hier gemacht. Last Second am besten. Der nächste Cast ging dann aber durch, nicht so schlimm. Ich wurde hier wieder unterbrochen von Bebend, weil ich wieder ein schlechter Spieler war. Dann da, ja. Ab und zu macht ihr nochmal so ein Giftsperrfeuer, die Bestienmeisterin. Wenn ihr davon betroffen seid, bitte unbedingt rausdrehen, so dass ihr nicht die gesamte Gruppe damit trefft. Denn sonst hat der Dingens, der Healer, eine harte Zeit und ihr vibet eventuell, falls ihr einen schlechter Healer habt. Hier wurde jetzt gefragt, ob mein Einäschern ready ist. Leider nicht. Noch 30 Sekunden. Dementsprechend war er sogar so gut, der Tank, und hat... Ja, hat noch nicht den Blub geöffnet, sondern erstmal den hier. Wo man eh kein Damage braucht. Und ja, da seht ihr auch wieder, gute Spieler wissen die Stärken vom Feuermagier. Und ja... Dann wurde hier einfach ein bisschen gechillt. Ihr seht, Damage ist jetzt hier relativ low. Wobei der Furorkrieger macht ja immer guten Damage, weil er einfach krasser Typ ist. Und ja. Dann hier mal bitte jetzt eigentlich schon Asharas von der Macht können die hier usen. Mache ich nicht. Da sehe ich auch wieder Fehler meinerseits hier. Oder was ist hier der Plan? Vielleicht habe ich einfach damit gerechnet, vielleicht machen wir noch was anderes. Und geh noch nicht rein. Hier mache ich jetzt trotzdem den Ashara-Born der Macht. Und wo gehen wir jetzt hin? Ah ja, der Dingens-Parler ist woanders rausgegangen. Bisschen verwirrt alles. Ja, ihr seht, 8 Sekunden fehlen wieder. Also bisschen zu spät gefundet. Hätte man durchaus früher machen können. Und dementsprechend wurde jetzt wieder der Meteor benutzt. Ohne PvP-Trinket aktiv. Aber dann wird es halt danach aktiviert. Und ja, hier habe ich sogar Aggro. Da musste er spotten. Und ja, der Furorkrieger und der DH haben schon mal hinten geklärt. Super gute Spieler, alles hier. Und da sind noch die bösartigen Geschwüre. Das ist jetzt nicht vom Blob, sondern noch vom anderen Mob. Und ja, da muss man aufpassen ein bisschen, weil da kommen auch blutig Pfützen raus. Aber ihr seht, der Tank zieht den schon immer weiter und der Spieler ist einfach gut. Hier bin ich jetzt gerade ein bisschen lost, hab keinen Blink ab. Ihr seht, hat auch gut getickt, fast gestorben. Ja. Aber gut.
So, was wir hier dann machen, wir ziehen das Blut des Verderbers schon mal hier runter, dass wir dann gleich den dritten Boss spielen können. Was hier natürlich wieder ein bisschen traurig ist, ist mein Einäschern ist nicht bereit. Feels bad, man. 3, 2, Aber okay, 1. dann kommt hier Sanasal der Weise. Sanasal der Weise kann auch nicht so viel. Der macht einen Blitzschlag, den sollte man unterbrechen. Möglichst so spät wie möglich. Dann gibt es hier nur einen kleinen Trick. Sobald der Gift-Nova castet, bitte nicht instant unterbrechen. Wird jetzt hier aber, glaube ich, gemacht. Denn ihr könnt ruhig Gift-Nova so spät wie möglich kicken. Weil anschließend nach Gift-Nova macht er direkt Ruf der Elemente. Und wenn man Gift-Nova so spät wie möglich kickt, dann kommt auch Ruf der Elemente später, sprich die Totems. Und ja. Das mal so am Rande, eine kleine Optimierung, die man machen kann. Macht man vor allem dann in höheren Keys und wahrscheinlich auch nur dann, wenn man im TS ist. So, da wurde wieder Gift Nova Instant gekickt. Wie gesagt, muss man nicht Instant kicken. Aber ja. Besser als dass es gar keiner kickt. Und ja, er kriegt wahrscheinlich eh kein zweites Ruf der Elemente durch. Von daher eh egal, ob das jetzt früh gekickt wurde oder spät gekickt wurde. Ja. So, jetzt hier Asharas Born der Macht wurde geused. Auch wieder ein bisschen zu spät, aber ich glaube, diesmal warte ich, bis auch wirklich mein PvP-Trinket ready ist. Man muss dazu sagen, der Mob hier ist eigentlich der ungefährlichste von allen. Deswegen hätte ich eigentlich warten können mit meiner Combustion und das Ganze aufheben für den letzten Mob. Hier ganz wichtig, dann Range-Kick machen. Aber wie gesagt, der Ferrohrkrieger hat, glaube ich, sogar vor mir noch gekickt. Also der Boy ist richtig auf Zack. Aber wenn ihr Magier seid, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr immer auch einen Kick bereit habt für die Gift-Nova. Ganz wichtig. Durchstürmen, wie gesagt, ein Spielercharakter wird angestürmt und ihr müsst euch da vorstellen, dass die anderen Spielercharaktere quasi den Charge soaken, damit weniger Damage reinkommt. Wenn das keiner soakt, ist der Spielercharakter einfach tot übrigens. Also. Dann hier die gute Kula, die Schlechterin, die macht wirbelnde Äxte, super nervig. Und wenn ihr Melee seid und Tank seid, wollt ihr euch da in der Mitte stacken. Als Range müsst ihr da nicht in die Mitte laufen. Könnt euch ruhig ein eigenes Plätzchen suchen. Weil, wie gesagt, wirbelnde Äxte kommt eh immer in die Mitte, beziehungsweise da, wo der Boss steht. Und ja, da müssen nur die Boys die Minis move. Ihr könnt ruhig rausgehen, aber lasst euch bitte nicht treffen von den Äxten. Und ja, wie gesagt, hätte ich jetzt CDs abgehabt, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn man hier schneller durchgekommen. Aber dadurch, dass wir alle gut spielen und sich keiner treffen lässt, ist es so auch gar kein Problem. Aber mein Damage ist natürlich schlecht gewesen bei dem Bosskampf. Und haben es aber trotzdem geschafft. Und der Furorkrieger hat einfach mal wieder alles abrasiert. So, was wir jetzt hier machen, wir skippen wieder zurück und gehen da hinten wieder in das Portal rein und gehen dann direkt hier durch die Mitte. Dadurch skippen wir zwei Berserker, die man nicht spielen möchte, und diese Fünfergruppe, die man auch nie spielen wollte und auch nicht möchte, weil die einfach super schwer ist, vor allem mit verstärkt aktiv. Und ja, so kann man das Ganze hier skippen. Und dann wurde hier gesagt, dass ich ruhig Azul Blattlast nutzen soll. Allerdings haben wir noch 3 Minuten Cooldown auf Last. Und ihr werdet sehen, werden es auch nicht ready bekommen zu Azul. Und ja, ich benutze jetzt hier meine CDs. Kann man auch wieder ein bisschen in Frage stellen, hier CDs zu benutzen. Wahrscheinlich nicht so effektiv. Aber ist halt für die Zeit effektiver. Also ja, weiß ich auch nicht manchmal. Ist schon alles schwierig da so mit den Timings. Haben jetzt halt dafür die Gruppe schnell deleted. Dadurch sind wir jetzt aber auch schneller und dann auch schneller bei Zul und de dementsprechend kein BL ready. Also ja, wahrscheinlich auch eher eine schlechte Einäscherung. Weil, wie gesagt, manchmal bin ich einfach blöd. Und ja, da wurde einer getötet, der Demon Hunter. Auch nicht genau aufgepasst, warum, aber ja, hier kommt jetzt Giftspeerfeuer auf mir. Ich habe es wunderbar rausgedreht aus der Gruppe und ihr solltet euch sowieso hier so wie ich hier hinstellen, weil der zielsichere Schuss geht jetzt hier auch auf mich und das ist wie gesagt ein Rückstoß. Wenn ihr da jetzt andersrum steht, dann werdet ihr da einfach runtergeschmissen und dann seid ihr
Ist bestimmt schon den einen oder anderen von euch passiert. Und ja, stellt euch bitte mit den Rücken zur Wand, so wie ich hier stande. Dann passiert auch nichts Böses. So, ihr seht, wir haben kein HT ab, also wir haben noch 2 Minuten Debuff. Ich habe auch keine Cooldowns ab und Zuls Schatten ist mit das Schwierigste in der gesamten Instanz. Vor allem, wenn verstärkt aktiv ist. Und ja, jetzt wird's böse. Jetzt macht's aua, aua. So, diese Zone sollte man möglichst zocken. Ein Tick ist durchgegangen. Da war ich wieder ein bisschen schlechter Spieler, habe nicht direkt gezockt. Man kann das Ganze allerdings auch outrangen. Allerdings, ich glaube, bei dieser Position, wo es gespawnt ist, nicht. Deswegen war es schon so gut, dass ich da reingesprungen oder reingeblinzelt bin. So, da hat es jetzt den armen Furorkrieger erwischt. Unlucky, da ist ein Diener von Zul. Hier wieder daneben geblinkt. Unlucky. Und ihr seht, Digga, holy shit, easy Parler kriegt auf die Fresse. Ich habe jetzt hier zwar Combustion ab, aber ich wusste nicht, soll ich es jetzt ziehen, soll ich es jetzt nicht ziehen? Schaffen wir das noch? Vipen wir jetzt? Und ja, deswegen habe ich es nicht gezogen, weil ich dachte, wir vipen. Hier wieder die Zone, schnell rein. Ja, diesmal ist kein Kick durch, kein Tick durchgegangen. War mal gut gespielt von mir. Allerdings seht ihr auch, meine DPS ist dementsprechend low und war wahrscheinlich auch mit meinen Fehlern, dass welche so gerade so krass gestorben sind. Weil ich Combustion halt zum einen nicht ready hatte und dann nicht mehr benutzen wollte. Wie so ein Depp. So, hier nochmal am Ende geblockt. Einfach damit ich nicht sterbe und ja, war einfach eine Shitshow hier am Ende. Hätte nicht sein müssen. Hätte einfach nicht da vorhin diese eine Gruppe einäschern sollen, dann hätte ich sie ja ready gehabt. Und ja, das muss man schon so sagen, war mein Fehler, dass hier die Leute gestorben sind. Muss man schon so sagen. Bad gespielt einfach von mir. So, ich bin ja schon mal reingeblinzelt, damit wir den Boss triggern und der direkt aktiv wird. Jetzt benutzen wir hier den Ashara-Spawn der Macht. 12, 11, ja, geht sich uns ungefähr aus, dass ich hier das PvP-Trinket auch wieder bereit kriege. Und ja, dann geht's da rein, würde ich sagen. Hier sogar mit einem Pyro-Proc direkt. Und ja, Armschienen hier benutzt, da wird reingeballert in den König Daza. Weiß nicht, ob man hier unbedingt beim Pull ein Eschern ziehen will, to be honest. Weil wie gesagt, da kommen Raptoren und man will auf jeden Fall die Raptoren killen. Vor allem Reban. Ihr seht, ab 50% kommt schon der zweite Raptor. Deswegen ein bisschen, ja, ein bisschen fraglich, ob das so gut war, da ein Eschern zum Pull zu ziehen. Aber ja, ich finische jetzt hier den anderen Raptor. Und der andere Raptor ist eigentlich Fokus-Target, aber ich gehe erstmal auf den Raptor. Ihr müsst aber den anderen Raptor Tisala unbedingt so schnell wie möglich töten, weil der macht tödliches Brüllen, das viert euch, versetzt euch in Furcht und ist böse. Und währenddessen könnt ihr auch nicht König Daza damagen, weil der erleidet 99% weniger Schaden oder so. Also bitte nicht auf König Daza gehen, wenn der Raptor noch lebt, also Tisala. Ja, dann ist auch der König Daza schon so gut wie tot. Er kann nicht mehr viel. Er macht den Sturmhieb. Das sind hier diese komischen Tornados, die hier rumwirbeln. Von denen bitte nicht treffen lassen. Ab 40 oder 30 oder 35% kommen diese komischen Flächen auf den Boden, woher der Bossraum von so Sperren niedergespießt wird. Da was auch immer das ist. Ab und zu kommt noch der Bebensprung, wenn ihr davon betroffen seid. Bitte geht auf Range. Damit eure Gruppenmitspieler nicht so viel Schaden bekommen. Klingkata muss der Tank einfach wegtanken, wenn möglich seine Mitigation zur Verfügung haben. Jetzt hier der Bebensprung auf mir. Bitte 23 Meter weggehen von euren Spielern. Und ja, dann ist auch hier der Key abgeschlossen worden. Königsruhe plus 15, sogar plus 2, also Schlüsselstein auf 17 aufgewertet, auf Tiefenpool 17. Und ja, hier sogar ein schönes Item mit Meisterschaft. Das ist ein gutes Item als Feuermagier. Aber das war's dann auch schon wieder von der Folge. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein kostenloses Abonnement da. Und ja, haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten.